Ich lese dir das Weihnachtsmenü des Pariser Restaurants Café Voisin aus dem Jahr 1870 vor. Und zwar wurden zu Weihnachten Tiere aus dem Zoo aufgetischt. Im Angebot waren unter anderem Elefantensuppe, als Vorspeise gebratenes Kamel nach englischer Art, Känguru-Ragout, gebratene Bärenkoteletts in Pfeffersoße und Wolfshaxen in Wildsoße. Antilopenpastete mit Trüffel und Katze flankiert von Ratten. Wie kommt man auf so eine Idee? Während des Deutsch-Französischen Krieges wurde Paris von preußischen Truppen umzingelt. Die Stadt war komplett von der Außenwelt abgeschottet. Je näher der Winter kam, desto schwieriger wurde die Versorgung. Brennmaterialien und Lebensmittel wurden immer knapper. Nutztiere zum Verzehr, einschließlich Pferde, waren irgendwann Mangelware. Also ging man zu Tieren über, die noch verfügbar waren. Zu Haustieren beispielsweise. Hunde, Katzen, aber auch Ratten und Mäuse wurden verspeist. Zu Weihnachten sollte es aber etwas ganz Besonderes werden. Da die Tiere in den Pariser Zoos auch kein Futter mehr hatten und verhungerten, wurden sie an Metzger und an die wenigen Restaurants, die in Paris noch offen hatten, verkauft.